Thank you ein heißer nachmittag wird das heute ich freue mich sehr dass sie dabei sind rote laternen plüschwände Magnumflaschen champagner ich glaube über kein anderes geschäft ranken sich so viele mythen wie über dieses über das wir heute nachmittag reden werden und deswegen grund oder gründe gibt es genug um einzutauchen in das rotlichtmilieu auf der Bühne darf ich Ihnen vorstellen Werner, auch Schmucki genannt, dessen Motto lautet: Gekaufter Sex ist immer noch billiger als Gratis-Sex. Johann, der als ehemaliger Chefinspektor mit Strizis zusammengearbeitet hat und auch sagt, vieles hat sich verändert. Ja. Wenn bei Michaela, alias Wendy Knight, die Hüllen fallen, dann geht es sehr kunstvoll zu. Das erotische Wien kennt Charles wie seine eigene Westentasche. Schließlich wandelt er am liebsten auf den Wegen der Lust. Und Norbert, der sich schon mal aus Recherchegründen im Bordell einen Drink genehmigt hat. Und im Studio begrüße ich den ehemaligen Leiter des Wiener Sicherheitsbüros, Magister Maximilian Edelbacher, der erklären wird, woher denn nun diese Faszination für das Rotlicht kommt. Ich versuch's. Ich würde gerne so als erste Runde mal fragen, was jeder Einzelne von euch mit dem Rotlicht zu tun hat oder zu tun hatte. Johann. Ich habe im zweiten Bezirk als Polizist begonnen. Und da habe ich schon mein Rotlicht zu tun gehabt, natürlich. Dann bin ich äh, Hundeführer gewesen bei der Wega. Und dann bin ich zur Kriminalpolizei gekommen, eh, zum Herrn hofroth -Edelboch. <laughs> Ja, Und dort habe ich lange Zeit beim Referat für zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen gearbeitet. Und dann wurde die OK gegründet, Organisierte Kriminalität, eine Gruppe, wo man geglaubt hat, das muss ganz einfach in Österreich auch sein. Und da habe ich elf Jahre lang das Rotlicht übergehabt in dieser Abteilung. Okay. Und also unter anderem Gewalt liegt auch, aber das Rotlicht besonders. Gott, Werner oder Schmucki, was ist der Lehrer? Okay. Schmucki okay. und Rotlicht hieß ich Pedro. Pedro. <laughs> oh, na ja, das muss ich noch einmal mir merken. Ja, das, es ja. passte nicht zusammen, berufliche und, und mhm. Rotlicht. Ich war ja nie ein dazu mhm. und war ich anders als alle anderen. Ich war der Unternehmer, der das Ganze, ja, ich glaube, revolutioniert hat. Das Aber hat schon auch der, der Bordelle besucht hat und auf seine Kosten gekommen ist, ne? Ich war wenige Jahre Gast. Mhm. Und habe vorhin dadurch festgestellt, was ich nicht will als Gast. Nämlich? Das Rotlicht mit dem Champagner Magnum, wie du es schon angekündigt hast, mhm. wo es eigentlich nur geht um einen Umsatz. Mhm. Ob du jetzt äh, noch einem Zimmer zufrieden bist, ist eigentlich in dem Rotlicht, in echten Rotlicht, nicht wichtig. Ja. Das äh, habe ich geändert durch Einführung neuer Institutionen. Ohne Rotlicht, ohne Gold und ohne Alkohol. Was hast du genau gemacht? Eine FKK-Sauna. Mhm wo die äh, anbietenden Frauen Eintritt bezahlen, genau wie die Männer. Und drinnen ist alles eigentlich, äh, wird unter diesen Leuten ausgemacht, der Betreiber schneidet nichts mit, auch bei keiner Konsumation. Und das finde ich deswegen so fair, weil die Frauen nicht ausgebeutet werden vom Betreiber. Ob dann dahinter wer anderer ist, da kann man dann nichts machen. Also da, aber als Betreiber zahlen die genauso Eintritt wie der... Männliche Gast, kriegen die Infrastruktur, kriegen ein bisschen Gratisgetränke, kriegen ein Handtuch, kriegen mhm. Basics. Ja. Und das hast du wo gesehen? Also, ich war 2001 in Panama City mit meinem Neffen mhm. und waren dort in einem Massageclub. Dort gab es um 90 Dollar eine Stunde Superleistung von einer wirklich festen kolumbianischen Frau. Und wie ich rausgehe, frage ich meinen Neffen, wie hat dir gefallen? Und er sagt, in Ordnung, sage ich, um den Preis gibt es bei uns nichts, wo du zufrieden wirst. Mhm. Ich habe dann später eine E-Mail gefunden aus der Zeit, 4000 Schilling war in der Stunde für ein Massage äh, mit Happy Ending und so weiter. Also, und damals, als wir rausgingen, sage ich, sowas mag ich in Wien einmal auf, wo der Gast sich beim Besuch schon auf den nächsten Besuch freut. Also beim Weggehen auf den nächsten Besuch schon freut. Das ist für Rotlicht unmöglich. Ja, niemand freut sich auf den nächsten Besuch, weil er meistens komplett stierweg geht. Ja. Michaela, was machst du? Mich hat immer die Welt des Striptease wahnsinnig fasziniert. Als Teenager, wenn ich Filme gesehen habe in die Richtung Striptease mit der mhm. Demi Moore, habe ich das nicht so als Zuschauer gesehen, sondern ich habe mir immer gedacht, wenn ich mal groß bin, möchte ich gerne beruflich diese Tätigkeit ausüben. Ich möchte mhm. gerne Striptease-Künstlerin werden. So habe ich, wie ich dann am Ende vom Gymnasium war, mich einfach auf Inserate gemeldet, wo gestanden ist, strip künstlerin gesucht, Gogo-Tänzerin gesucht und habe so Learning by Doing einfach begonnen. Ich habe bei einer Telefonnummer angerufen und habe gesagt, ich möchte das machen, ich kann es noch nicht, aber ich möchte dabei sein. Mhm. Okay, hat der Besitzer des Lokals, ein kleines Lokal im 16. Bezirk, hat er gesagt, ja, komm vorbei, schau dir das an. Und ich bin ins Lokal gekommen, haben zwei Mädels an der gogo -Go getanzt zu Dirty-Dancing-Musik. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe mir meine eigenen Dirty-Dancing-Lieblingslieder herausgesucht, habe mit einfachen Kostümen, das war am Anfang, glaube ich, eine Mischung aus Mädchen, Mode und Dessous aus dem Sexshop, ähm, zu tanzen begonnen dort. Und habe dann einfach mit der Übung, bin ich besser geworden, habe dann die nächsten Jahre für Künstleragenturen getanzt. An verschiedenen Orten, in Diskotheken, in Clubs, in ähm, verschiedenen Lokalen in ganz Österreich und habe dann meine eigene Agentur gegründet. Und habe die Kostüme von ganz einfachen Kostümen auf umfangreiche äh, Themen äh, ausgeweitet. Die Krankenschwester, mhm. die Polizistin, die Militärshow. Ich habe dann auch die große Torte, eine zwei Meter große Torte, die man in, die, in den Raum hineinschieben mhm. kann, wo ich dann herauskomme als Putzfrau Mitzi zum Beispiel. Die hässliche österreichische Putzfrau, die sich nachher zum Stubenmädchen verwandelt. Oder das Bouillesse-Glas habe ich, das ist ein Meter hoch, ein Meter breit dass es schön handlich ist und ich kann darin baden in einem Champagnerglas. Und so habe ich. Bis, bis du nackt bist, zeigst du alles? Ganz unterschiedlich. Es kommt auf den Anlass an, wenn es ein Geburtstag, ein junger Geburtstag zum Beispiel ist, 18. Geburtstag, und es wird vorher schon am Telefon vereinbart, zeig mehr. Dann zeige ich ja. ein bisschen mehr, weil die Leute das gerne so hätten und da sind auch alle, die da sind, einverstanden damit. Und bei einem 95. Geburtstag kommt drauf darauf an, ob ein paar einen Herzschrittmacher haben oder nicht. Oder nicht, ja. Dann, <lacht> <lacht> dann richtet man sich dann danach. Da wird bei der Bestellung dann ausgegeben macht bleibt vielleicht das der BH und das Höschen angezogen oder wie endet man die Show? Das wirklich alle apropos wie endet man sind. geht das dann noch weiter also kann man dich dann auch für die Nacht buchen? Ähm, nein ähm, bei mir was immer wichtig ich habe das auch auf meine erste Homepage draufgeschrieben lustig sexy und erotisch nicht ordinär also ins Bett gehst du mit deinen Kunden nicht? Nein die Show endet wenn ich das letzte Kleidung das letzte vereinbarte Kleidungsstück ablege dann ist die Show zu Ende mit viel Fantasie geht schon das Kostüm von der Wendy Charles in die Richtung als es die Josephine Mutzenbacher gegeben hat, gell? Ja, ich habe mir gerade vorher gedacht, dass das Stubenmädchen ist ja ein hm? weit verbreitetes Art der Prostitution gewesen im 19. Jahrhundert und auch die anderen Figuren, die du darstellst, also das ist ja, es ist ja eh so im Rotlichtviertel, es gibt nichts Neues. wenn man sich ganz hm. ehrlich ist, kaum etwas, was wir heute hören werden oder sehen werden, dass es nicht schon gegeben hätte. Ja, und das also die sechs Praktiken, die es heute gibt, und die Zugänge waren damals schon, im, im, in der Jahrhu also Jahrhundertwende? und In der Jahrhundertwende auf jeden Fall. Ja. Das ist ja etwas, was mich so fasziniert an dieser Stadt Wien. Äh, das, wenn man bedenkt, der, Sa der Sadomasochismus ist ein Begriff, eigentlich, der in Wien entstanden ist. Der Kraft Ebbing, einer der bekanntesten Sexualforscher war in Wiener, der Sigmund Freud war in Wiener. Mhm. Wenn wir denken an die Malerei des 19., speziell im 20. Jahrhundert, in der Jugendstilzeit, wo die Nackte, äh, ja, ist so äh, Gang und Gäbe geworden ist unter dem Motto Sex Sells. Mhm. Also da liegt schon etwas die Wurzel von dem, was wir heute erleben. Ist wie gesagt sicher, aber wahrscheinlich geht das sogar auf viel, viel wie weiter. Wie war die zurück. Prostitution früher? Ja, als Fremdenführer in Wien hat man ja alle Facetten der Stadt zu zeigen. Und einer der schönsten Facetten ist ja, dass die Wien auch eine Stadt der Liebe ist. Und äh, wenn wir heute alle reden von Paris, als der Stadt der Liebe, so muss man sagen, dass zum Beispiel in der Barockzeit war das eindeutig Wien. Ja. Später dann kann man sagen, dass Paris die Stadt der Liebe geworden ist, Wien eher die Stadt der käuflichen Liebe. Mhm. Also, Was war damals, äh, man Barock? geht davon aus, nur mal eine Zahl zu nennen, dass in der Barockzeit zu so der Zeit Maria Theresias, also, als wieder einmal die Zensur losgegangen ist, ungefähr zehn Prozent der in Wien lebenden Frauen Prostituierte waren. Das ist viel, also, wenn man das oder? auf die heutigen Zeiten umlegen würde, dann wird es das ganz schön abspülen in der Stadt. Mhm. Sagen. Das erste Puff, wenn man so will, in Wien oder vielleicht eins insgesamt eines der spannendsten Rotlichtviertel wahrscheinlich, ist der Michaelerplatz, Ja, Die Römerstadt mit äh, die römischen Soldaten durften ja keine Frauen mit haben äh, in ihren Lagern. Naja, außer Schwitzen haben sie das auch nicht kennen. Und so entsteht eben in der Vorstadt, ja, entstehen die Weinlokale, die Bars und am Michaelerplatz, jeder kennt die Ausgrabungen dort. Wenn man schaut, sieht man noch so Weinranken. Also, da war sicher ein Weinbar. Man hat bei den Ausgrabungen Trinkgefäße gefunden in Phallusform. Na, was wird das gewesen sein? Als wie ein Buff. Ja. Und äh, also die alten Römer waren allerdings, äh, im Gegensatz vielleicht zu späteren Zeiten, Durchaus ein in einen sehr ehrenvollen Umgang äh, mit den Prostituierten. Und das ist vielleicht das Spannende, dass das im Laufe der Jahrhunderte sich immer wieder verändert hat. Ja? Man hat die Mitleute sich sozusagen geehrt, man hat sie gekleidet, wann überhaupt ein wann Reichstag oder was war, haben sie neue Gewänder bekommen, sie haben gratis manchmal antreten müssen, und dann haben die. Leute, das haben Kerbholz eingetragen und da so, kommt ja auch der Begriff, mhm. etwas auf dem Kerbholz haben ja. und haben gratis dürfen, dass die Stadt dann gezahlt, damit die Gäste immer Service haben. Ja. Also es hat so viele Facetten äh, und es hat es immer gegeben. Äh, mal ist es restriktiver behandelt worden und mal offensiver verbieten, hat man es nie erkennen. Aber was ist die Faszination daran? Ist es, ist es ich glaube, es ist ganz einfach das, dass wir sagen, in diesem... Ich sage jetzt mal sehr weitläufig römisch-katholischen Umfeld, in dem wir alle groß geworden sind, oder in diesem mitteleuropäischen Kulturbild, in dem wir alle groß geworden sind, äh, die wir noch immer haben, dass äh, der Sex mit Kinderkriegen verbunden ist, also mit, sozusagen mit einer auf eine sehr schmale Ebene oder eingeengt worden ist. Und in Wahrheit, wie wir auch spätestens seit Sigmund Freud wissen, wir halt einfach lustvolle Menschen sind und das auch ausleben wollen. Und es gibt nichts Scheiteres und natürlich das. Mhm. Wie man bei uns in der Stärke das Aussiegrasen einmal ein bisschen äh, in andere Reviere äh, sich auszuleben, ja, das hat man jetzt verhindern können. Und das hat natürlich für alle, für Männer und hoffentlich mittlerweile auch für Frauen sozusagen, dass die das ganz beruhigt diesen Reiz ausleben können, das leicht Verruchten, das Verbotenen, die dunkle Seite in uns, wie das Star Wars-Fans sagen. Ja, würde. eben auch das Verbotene, das Verbotene, ne? vor allem. Norbert, wie ist dein Zugang zum Rotlichtmilieu? Ja, es ist ja so, Barbara, dass man sagt, jeder zweite Mann in Österreich hat zumindest einmal im Leben Kontakt mit einer Prostituierten. Äh, also Ich gehöre natürlich, <laughs> ich <kenn> natürlich <laughs> auch dazu, das ist Aha. keine Frage. Meine ersten Kontakte waren Neugier. Also die Neugier steht immer am Anfang. Äh, wie es das du richtig gesagt hast, Plüsch, das Hineingehen, wer verbirgt sich da hinter dem Vorhang, äh, wie schaut das aus, man trinkt ein Getränk, man wird angemacht als Junger, Natürlich, ich meine, bei mir war nicht viel zum Holen. Ich war Student damals, äh, da war nichts mit Sekt und, und Magnum und so weiter, sondern eher Seidelbier. Äh, das war halt damals so. Und ähm, dann erst hat schon langsam die Recherche begonnen bei mir, äh, wobei es so war, dass ich mich immer für die Menschen interessiert habe. Also, das heißt, mir hat, mir hat immer die Soziologie sehr interessiert. Also, was steckt dahinter, dass eine Frau zu Prostituierten wird? So ist es. Warum macht sie das? Ich meine, äh, heute würde ich sagen, kein Mensch, der der halt Geld hat keine Frau, die in geordneten Verhältnissen würde das machen würde das machen das träume halt behaupten das hat sich bei mir immer weiter vertieft also ich habe dann, hab dann einfach recherchiert ich war mit der Polizei auf Streife äh, ich habe Prostituierte interviewt, Ich war äh, ich habe dann auch Kontakt gehabt mit mit Zuhältern und Zuhältergrößen ich habe mit mit Prostituierten Kontakt gehabt mit Kunden Kontakt gehabt also mir hat das das erotische Viereck, muss man eigentlich sagen, zwischen, zwischen Zuhälter, äh, Kunden, Prostituierter und, und, äh, und den, den, den sonstigen Beteiligten. Das hat mich immer interessiert. Mhm. Mir da interessiert, wie, was kann man überhaupt verdienen in einem Bordell. Ich muss dazu sagen, meine Erfahrungen stammen ja nicht so sehr aus, aus der Großstadt, schon aus Linz auch, aber hauptsächlich am Land. Und da ist die Situation sicher immer ganz anders gewesen. Also wie warum Stadt. wird eine Frau Prostituierte? Äh, ich würde sagen, heute ist wieder anders natürlich. Aber damals war es einfach äh, auf der einen Seite, in den 70er und 80er Jahren, äh, war noch so etwas wie, wie eine, eine Liebesbeziehung. Da. Und natürlich der Reiz... Zum Zuhälter oder zum was? Zum Zuhälter. Hm. Äh, der Zuhälter hatte damals, heute zum Teil auch noch, hat damals seine Statussymbole gehabt, das große Auto, mhm. äh, die, die Luxusuhr, äh, verschiedene andere Dinge. Und, und dass das natürlich einer Frau mhm. gefallen hat, das kann ich mir schon vorstellen. Aber meiner Erfahrung nach äh, sind sehr viele dann in, in das Milieu abgerutscht, äh, weil sie einfach Schulden gehabt haben. Mhm. Und damals hat man ja geglaubt, du gehst drei Jahre ins Bordell machst einen Haufen Kohle und dann hörst du wieder auf. Die wenigsten haben aufgehört. Also ich kenne etliche, die sind tatsächlich dann verarmt. Es, gibt ja, es hat ja Zeiten geben von Prostituierten, die mit 70 Jahren noch am Straßenstrich gestanden sind. Also Passt. das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, darf ich da vielleicht ergänzen? Also was mich auch fasziniert hat, ich bin vor gut 40 Jahren nach Wien gekommen und hatte damals so eine studenten in der Nähe vom Gürtel. Die Herren werden es wahrscheinlich kennen von der Wiener City. Das Haus 69 war dort gleich. Mhm. Ähm, Gaudenstorfer Gürtel. Aber da nichts mit Romantik. Ne? Das hat mit Romantik <laughs> gar nichts zu tun. So. Nein, aber wie gesagt, wir sind nicht immer des Nächsten, halt, wenn wir von irgendwelchen Studentenpartys heimkommen, sind dort vorbeigegangen ja. bei den Damen. Und was ein dritten, vierten Mal, wie rauschig. Haben die gewusst, gut, mit de, von die ist nichts zu holen. Und so im Laufe der Zeit haben die uns gekannt, wir haben sie gekannt. Und gerade dahinter war so ein Café haben sie auf der Bundesstraße wo wir da, auch öfter da noch gesessen sind, so haben wir da ein bisschen länger offen gehabt. Und das werde ich nie vergessen: ich habe damals die für mich älteste Hure Wiens kennengelernt, die war, glaube ich, 85. Und der hat im Hotel Bauer gewohnt. Das ist ja gleich auf der anderen Seite vom Gürtel. Ein Hotel, das offensichtlich so schlechte Zimmer hat, dass die Leute alle nur eine Stunde dort hingehen. Und ähm, die hatte dort ihr Ausgedinge, sozusagen, man sagt. Er hat dort gratis wohnen dürfen. Die hat, auf die hat man in der Gruppe, also die Huren, die Zuhälter, haben auf die geschaut. Sie hat, hatte noch Kunden ja wahrscheinlich immer ja, sehr genug viel Lebenserfahrung, ne? aber mhm. es war mit der groß, ich mit der großartige Gespräche führen können und die hat und, und, mir und einfach aus ihrem Leben erzählt Na, und das war etwas was mich so fasziniert hat weil wir alle glauben da steckt was gut was dahinter jetzt was ja, genau. da große mega Sex star oder irgend oder hervorragende Fähigkeiten die, war, die hat einen reichen Erfahrungsschatz gehabt die hat aus ihrem Leben erzählt und das hat mich so wahnsinnig fasziniert Schmucki, was bist du vorher gewesen? Also welchen Beruf? Ich bin hattest? Kaufmann. Ich habe ja. ganz normale Telekommunikation vertrieb gehabt. Und nach der Scheidung bin ich im Gast von den neuen äh, Anbietungen geworden. Habe Welt, die Welt bereist, habe immer geschaut, was gibt's wo. Und dann haben wir die Frauen leid getan in dem bestehenden System in Wien. gesagt, also ich baue jetzt einen Platz der zu zum Arbeiten. Und wie hat das Umfeld reagiert? Hm. Was, deine Familie, die, die Freunde. Ich war geschieden, ich war ja. ein freier Mensch. Ja. Also meine Mutter hat, hat, hat mich gekannt, sie hat gewusst, ich bin kein Stritzi. Meine Kinder haben mich gekannt, sie haben gewusst, ich bin kein Strizi. Ja. Mhm, und ein Unternehmen aufzuführen, das heute noch sehr gut läuft, ja, war scheinbar der richtige Weg. Und die Regeln, die ich damals eingeführt habe, mit zum Beispiel Nottasten im Zimmer und so weiter, sind heute Vorschrift. Okay. Ja, also es wurde ja 16 mal kopiert, das System und es scheint richtig gewesen zu sein. Ja. Also du Joachim, die, die Zeiten haben sich verändert, ne? Also ja, früher... vor allem ein bisschen wird das da romantisiert Schon, ja, 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 ja. Weil ja das 69er Haus von dem wir, mhm. also von dem gesprochen wurde, das ist eine beinharte Zuhälterburg gewesen, also mit, da war der, der ist schon verstorben, also der, der Besitzer dort war ein Rotlichtboss. Also, da hat eine Prostituierte nicht sagen können auf Romantik, die ist ein paar hart aufs Zimmer gegangen und, und hat müssen, egal ob sie jetzt unwohl oder war oder und, und dann ist das Glücksspiel betrieben worden. Also, da war schon wirklich große Kriminalität dahinter. Ich rede jetzt von diesem Haus, weil das erwähnt wurde. Hotelbauer war immer eine Absteige, wo man sagt, also der Normalsterbliche geht dort nicht hin. Das ist meistens waren das Männer, die. Die Sex gebraucht haben, aber, aber mehr oder weniger nicht so viel Geld gehabt haben. Das ist ja halt billigst abgelaufen dort. Mhm. Weil es gibt ja Portelle oder, oder Hotels, wo, wo wirklich, wo man Geld hinlegen muss dafür. Nicht? Aber das ist ja dort nicht gewesen. Die Dame, von der da geredet worden ist, die ist ja am Schluss für, weiß ich nicht, 30 Schilling mitgegangen. Nicht? Diese 85-Jährige, Ja, ich, hab's ja, ich hab's auch kennt, ja. <laughs> ja. Auf jeden Fall, also es, es ist schon richtig, es gibt Prostituierte, die das wirklich betreiben, die einen Zuhörer haben, der sie eigentlich auch gut behandelt jetzt. Mhm. Früher war das nicht, aber die Zuhörer haben immer wieder gesehen, dass sie mit, mit mehr oder weniger Liebe vorheucheln oder vielleicht sogar wirklich Liebe zeigen, viel mehr erreichen bei den Frauen, weil die sind dann wirklich für diese Männer am Strich gegangen. Ne? Aber, aber ganz so romantisch war es halt nicht. Ne? Aber was fasziniert die Menschen an, an diesem... An dem Rotlicht? Ja. Naja, was da gibt es verschiedene, ja. verschiedene Sachen. Ich habe hab gesehen bei Streifen, was wir gemacht haben. Ich muss sagen, die Polizei leistet immer noch eine gute Arbeit in dem Bereich. Aber wir haben bei Streifen, bei der OK zum Beispiel, haben wir oft festgestellt, dass sind die Etablissements ganz prominente Leute geworden. waren. Also, das war nicht nur immer der, der ist und hat sich was gekauft, sondern die, die waren dort vorbestellt sozusagen. Und je mehr Mädchen da waren, das war der Reichtum des Barbesitzers, desto mehr Geschäft hat er gemacht. Wenn da ein Gast reingegangen ist und hat gesehen, zwei Mädchen dort sitzen, eine schon schwer verzweifelt, weil es eh mir war, also der ist wieder gegangen, nicht? Mhm. der hat kein Geschäft gemacht. Also das heißt, es war nicht, nicht nur romantisch. Nicht. Ist es vielleicht auch deswegen so faszinierend, weil Frauen nicht, also jetzt keine Prostituierten, aber nicht rein können oder dürfen? Naja, das es durften halt schon Frauen mit. Ich habe ein Etablissement kennt, wo, wo auch die, die Gäste Frauen mitgebracht haben. Da war aber der, der Betreiber, der schon verstorben ist, der war eher, wie soll ich sagen, das waren Freundschaften. Die, die sind da reingegangen und die Frauen sind mitgegangen. Da hat die Frauen auch gut behandelt. Nicht? Aber natürlich, die, die durften sie nicht anbieten, ist klar. Mhm. Manche Männer haben halt das Bedürfnis gehabt, das Herz zu schau den Käni, der hat ein, ein Lokal mit Rotlicht, der ist im Rotlicht und haben sie halt ein bisschen wichtig gemacht. Nicht? Und fallweise sind Frauen relativ gern dort gegangen, mitgegangen. wenn man sagen muss: äh, hinsichtlich Romantik. Mhm. Ähm es ist, nicht, es ist nicht nur so, dass die, die Mädchen und Damen die Armen sind und Armen waren. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Sondern, nein, eh nicht. Äh, sondern es war natürlich auch so, wenn der Kunde Kunde reingekommen ist und, und der war schon hackedicht, kann man sagen, dann hat die den noch zahlen lassen ist mit einem aufs Zimmer gegangen, der ist eh eingeschlafen vor lauter Rausch. Nach einer halben Stunde hat's ihn geweckt und hat gesagt, schön was, ja. Mhm. Also, das war das beste Geschäft, ne? Das war das beste mhm. Geschäft, ne? Und, und, und es gibt halt auch viele, die als letzte Station, wenn sie so einen Zirkel haben durch die Nacht, landen sie in einem Bordell und der kommt dann unter Garantie flach raus. Der hat kein Geld mehr. Ja, weil sie haben einfach den Rest. Aber man muss auch nehmen. dazu sagen, dass die Prostituierten, die da am Gürtel gestanden sind oder im Praterbereich, Stuberviertel, dass die ja dort hingestellt worden sind. Die ist ja gestanden bei minus 15 Grad auch, mit Stiefeln und, und Netzstrümpfe. Mhm. Und wenn, wenn wir sie erwischt haben, außerhalb der, äh, der Verbotszone, quasi in der Verbotszone, mhm. die haben eine Zone gehabt, da durften stehen, aber außerhalb bei Schulen und Nähe, Kindergarten und so, auf keinen Fall. Und wenn wir die Nachmittag schon dort erwischt haben, mhm. haben die einer eine und haben gesagt, naja, tut mir leid, jetzt muss ich halt um zwei Kunden mehr machen heute. Also das war kein Vergnügen oder kein kein, mit, dem, mit dem Kunden irgendwie übereinkommen. Das waren, das waren relativ einfache Leute, die dort hingegangen sind. Schmucke, kennst du die Schicksale der, der ihr sagt ja immer, der Mädchen, ja? also der Frauen, die sich prostituieren? Also, ich kenne viele aus erster Hand. Jedes Einzelne ist tragisch. Weil, wenn du in die Schule reingehst und fragst die Mädchen, was wollt ihr werden? Es sagt keine, sie will prostituiert werden. Ja, ja. Das entwickelt sich im Zuge des Frauwerdens. Lernen die entweder einen kennen oder eine kennen, die sie einschleust. Ich sage mal, über 90% sind aufgrund des finanziellen Bedarfs für Drogen. Und die anderen 10% sind, da geben es vor, sie haben ein Kind. Aber das Kind kostet maximal 10% der Einnahmen, weil spätestens, wenn sie angefangen haben und die Kolleginnen nehmen alle Drogen, damit sie diesen Scheißjob aushalten. Dann nimmt sie auch Drogen. Ja? Und es ist egal, was sie heute verdient. Sie ist morgen flach. Ich habe das mhm. wirklich erlebt. Der eine verdient 150 Euro, der andere 300. Morgen haben alle kein Geld. Der eine hat einen mehr drinnen gehabt. Ja? Mhm. Es ist wirklich tragisch. Ja? Aber ja, so ist das Leben. Es gibt so verschiedene Maschen, zum Beispiel die Lava Boe-Masche. Da wird also Liebe dann vorgegaukelt mhm. und wird einem, dem Mädchen alles Mögliche versprochen. Die Realität schaut dann ganz anders. Am Anfang, gell? Ich kann dir eine Geschichte erzählen: da fällt jede einzelne Frau von uns auch rein. Jede normale auch. Sie fängt so an: im zwar im Osten von Ungarn, sie war in einer Disco, lernt einen kennen, der Traummann. Schnelles Auto, tolles Handy und so weiter. Gell? Das, wie der Kollege gesagt hat, ja, die Sachen, hat hat Eindruck hinterlassen. Ja. Ich habe ihn gesehen, sofort gewusst, er zuhält. Also am ersten Blick erkannt, die nicht, weil sie keine Ahnung hatte, weil ihre Eltern sie nicht vorbereiten konnten. Mhm. So, jetzt hat er gesagt, ich zahle da ein Apartment in Budapest und wir treffen uns dort ab und zu. So, also. Die zieht nach Budapest von den Eltern weg, die gehen dann ab und zu essen und nach ein paar Wochen kommt er ganz niedergeschlagen heim und sie schaut sie was ist denn was ist denn und der na ich darf das also gar nicht sagen es ist so schlimmes passiert aber na komm tun wir fernschauen so ne sie hört dann nicht auf zu wissen was ist denn los ne? Und dann sagt er, ja, hast weißt du ihm so vorausgehabt für unser Leben da, ich liebe dich so und ich habe da so viel gegeben, da die Wohnung und das schöne Auto und immer Essen gehen mit dir. Und jetzt habe ich viel Geld ausgegeben, und habe Geld ausgeborgt, und mhm. der wird sein Geld zurück, und schlägt er mich, ich spiele alles reif. Und ich habe genau Zeit, fünf Tage. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und sie, oh Schatzi, Schatzi, kann ich dir helfen? Nein, niemand kann mir helfen und so weiter. So am nächsten Tag sagt er dann. Du, jetzt hätte wir eine Chance, er hat gesagt, er gibt mir einen Monat Zeit zum Zurückzahlen, wenn wir gemeinsam essen gehen. Ja? Das machen wir einfach. So, wir gehen gemeinsam essen, da lernt sie diesen Mann kennen. So, Das kommt dann am nächsten Tag so raus. Also, er hat gesagt, er gibt mir zwei Monate Zeit zum Zurückzahlen, wenn du mit ihm alleine essen gehst und die Nacht bei ihm verbringst. Na, sie für dich mache ich das, für dich mache ich das. Ja, so. Na, dann ist einmal das passiert. Dann kommt die nächste Stufe. Ja, jetzt hat er mal gesagt, er hätte noch einen anderen. Dann lasst er mal was nach von den Schulden. Und so. sukzessive geht die jetzt für ihren Freund aus Liebe, ja, mhm. öffnet sie die Beine und findet gar nichts dabei, weil ja, der sie liebt. Sie, sie rettet ihm ja den Kopf, wird nicht niedergeschlagen und so weiter. Ja, und dann kannst nicht mehr aufhören, weil dann ist es schon die Fuhre. Dann ist sie drinnen, und dann kann sie nicht mehr sagen, das mache ich nicht. Und wenn sie alles ja aufhören wollte, hat auch ganz normal gesagt, rufen mal die Mama und ich glaube, bei der Dier steht von da an gibt's nie wieder Widerspruch, nie wieder. Die arbeitet so lange, er will für sie, für ihn. glaube so, das läuft so. Ähnliche Geschichten wird er Norbert auch kennen. Du hast ja sogar mal einer Frau geholfen, Ich habe einer Frau geholfen. Das war 2006. Es hat aber drei Jahre gedauert. Und äh, war eine Österreicherin. Äh, Natürlich auch ins Milieu gekommen durch Schulden. Mhm. Und äh, irgendwo habe ich mir gedacht, naja, das war jetzt ein ganz interessantes Experiment, ob ich es schaffe, ähm, die sozusagen auf, den, auf einen richtigen Weg zu bringen, sagen wir es mal so. Okay, äh, ich habe dann ihre Schulden übernommen, nicht alle gleich, sondern monatlich, Ihr habt das abgezahlt. Äh, Was verliebt? Ja und nein. Am Anfang vielleicht? Ja Umgekehrter am Anfang vielleicht. <lacht> <Problem>. <lacht> äh, Aber das ist, wie soll man sagen, zur, zur Liebe kehrt dann mehr dazu. Also, das, das, ich könnte aus dem Milieu, da ich mir keine nehmen, ganz ehrlich gesagt. Aber soziale Aktion, ich meine, ich bin damals vor der Frage gestanden, kaufe ich mir ein Cabrio. Neues, oder, oder mache ich eine soziale Aktion? Ja, jetzt habe ich heute halt eine soziale Aktion gemacht. Mein Cabrio steht da in meinem Autohaus. Okay. Ich würde dann geholfen bei einer bürgerlichen Existenz. Heute ist verheiratet, hat zwei oder drei Kinder. Wir telefonieren hier und da noch. Aber ich bin im Nachhinein wahnsinnig stolz, weil das waren so Spiele. Das war, ich habe ganz genau gewusst, dass, äh, dass, die, dass die Zuhälter zwar Druck ausüben, aber nicht gewaltsam, sondern Psychologie, also mit Psychologie. Nicht? Also sie machen heute ist schön im Sommer, jetzt machen wir zuerst einmal Grillabend, bis die ersten Kunden kommen und vielleicht wirst du einmal Geschäftsführerin bei uns und so weiter und so fort. Also mhm. genau in der Masche. Also es war nicht ganz einfach für mich, aber dadurch, dass ich einfach mich um ihre Schulden gekümmert habe, ist es halt einfach gegangen, dass dass ich sie herausgelöst habe und ja, hat mir einfach wahnsinnig getaugt und, und bin ich heute noch vielleicht sogar ein bisschen stolz drauf, mhm. weil man doch da brauchst wenigstens einem, einem Mädchen helfen können. Ja, nur. Sonst gibt es ja, das, das eh ja. äh, sehr ja, oft erlebt, im Bordell überhaupt, wenn sie dann ausgehoben sind und gut, dann ist, sind die Betriebsfeiern, dann kommen die Herren Unternehmer ins Bordell ins und einer redet gescheiter wie der andere mhm. und sagt, du, was ich für die tage und spielt überhaupt keine Rolle, gell, nicht? Nur, am nächsten Tag ist es alles wieder, da bleibt nur mehr vielleicht ein bisschen eine sonst nichts mehr. Nicht? Mhm. Charles wollte was sagen vorher. Ne? Ja, ich glaube, die Faszination Rotlicht sozusagen, um auf das Thema zu tun, mhm. hat sicher nichts damit zu tun, jetzt mit der ökonomischen Realität, mit dieser unglaublichen Brutalität, mit der dieses Geschäft heutzutage betrieben ist, betrieben wird, nicht überall, ich wir ja zu wenig aus, aber es ist auch historisch immer so gewesen, dass diesen Damen nicht sehr gut gegangen ist. Ja, es waren also, gab im 19. Jahrhundert äh, Damen, Kupplerinnen, die das Geschäft betrieben haben, die waren auch um nichts besser wie die heutigen Zuhälter. Und ich glaube, das ist nicht die Faszination, sondern die Faszination ist jetzt sagen, zum Teil, so ich mal, mein, natürlich auch diese Hollywood-Deske, äh, eben diese Plüschorgie, wo jetzt sagen, das leicht Verruchte ein bisschen einmal sozusagen. Ein bisschen ein Böser sein, einmal selber. Ja. Und man, diese Realität blendet man ja aus. Und man geht ja nicht ins Buch und von und haben wir Schulden und äh, für viele Lines hast du und äh, kann man da eventuell aushelfen, sondern man geht ja verdrängt das ja alles. Man will auch also seine eigene wirtschaftliche Realität verdrängen. Und äh, ansonsten, die Damen, die das betrieben haben, und wenn das heute die diversen Drogen sind, die sie brauchen, um das Geschäft auszuhalten, das war auch im 18. und 19. Jahrhundert nicht anders. Da ist eine berühmte Prostituierte Spittelberg, die war bekannt dafür, dass sie 9-Liter-Bier getrunken hat, bevor sie ins Geschäft hat gehen können. Es. Ja, also, hm. da weiß man schon, was da dahinter steht. Also, das ist eigentlich das, ist das was ich eingangs erwähnt habe: Die Realität war immer eine harte. Und der Traum, natürlich, das ist der, ein Männertraum. Dass das, dort das, halt das, das wieder einen Ferrari hat, das Cabrio, was auch immer. Ja, mhm. So ist das halt auch einmal, sich einen Traum zu füllen und natürlich das Gerstl am Schädel stellen. Aber ja. ich finde es immer so lustig, auch, ne, weil du dich auch ein bisschen flat verliebt hast, dass Männer ins Bordell gehen mitunter und dann wirklich glauben, ja, dass das sie jetzt kurz retten. geliebt also, werden, nämlich ehrlich. Das ist der einzige Fall, die ich gehört habe bis jetzt, mhm. wo eine gerettet wurde, sozusagen. Ja. Ich glaube das schon, aber. Der einzige Fall. Mhm. Meistens haben die Männer dann im kein Cabrio gehabt, die die Frauen retten <laughs> das gar nicht, <laughs> ja. Ja, So ist das dann gewesen, in Es Ende gibt genügend ja Beispiele, also, die in die andere Richtung gehen. A, Nein, ich sag nur nicht. Und nein, da es ja. dann gegeben, also Prostituierte, die das auch so ausgenützt haben. Sie hat ein Kind in Rumänien, das Kind ist schwer krank und sie muss die Prostitution ausüben, weil ja das Kind ja. versorgt werden muss mit Geld. Und da gibt es Männer, die haben sich wirklich ausgeblutet bei solchen Sachen. Immanuel, ja. das ja. ist nicht, das glaube ich schon, ja. dass das war, aber es ist eher selten. Du, Michaela, warst du auch schon in einem Bordell? Ich bin auch schon dort aufgetreten. Also ah, okay. mit äh, Burlesque schon entlang, ja. mit Striptease schon ein und, und, und wie denkst du über diese Frauen und über die ganze Szene? Um, dort, wo ich aufgetreten bin, muss ich sagen, hatte ich ein gutes Gefühl, man hat gemerkt, dass es den Mädels gut geht. Also ich war Gott sei Dank nicht in den Portellen dieses mhm. Selbstverständnis. Hast du dich gibt. schon unterhalten mit einer Prostituierten? Um, ja, also ja. Die, die sind im Normalfall so, dass sie. Die, die Gott sei Dank, die, die ich kennengelernt habe, die das relativ freiwillig machen. Die halt das lieber machen als irgendeinen anderen Job, weil sie da besser verdienen. Also es gibt es Gott sei Dank auch in schönen Verhältnissen, dass sie in einem guten Bordell in Wien, in Österreich, ähm gut aufgehoben sind. Gott sei Dank. Also ich habe die, die ja, positiven Beispiele kennengelernt. Vielleicht werden sie auch nicht sagen, dass, also vielleicht sagen sie es auch damit. Es kommt ja. sich auch auf die Location an. Wenn es jetzt irgendein Hinterhof-Bordell ist oder sowas, wo man das schwer überprüfen kann, werden sicher andere Zustände herrschen als in einem Bordell, das eh ab und zu in den Medien auftaucht oder so, und gerade bei einer öffentlichen Veranstaltung, wenn ich dabei bin, ja. dann sind eher die, die glücklich sind, dabei. Wisst ihr, was die verdienen? Wird es wahrscheinlich von Biss geben, ne? Ja, die haben, also es gibt schon Prostituierte, die sehr gut verdient haben. Was, was, was ist gut? Aber die ja, hat am, am Tag locker damals heute halt in Schilling-Zeiten, wo 1000, 1000, 2000 Schilling gehabt am Tag. Und heute? Das sind heute ist Zehnfache. Bitte? Das ist zehnfache. Ja. Wie, wie viel 1500 Euro gibt es genügende Frauen, die das verdienen, ja. Am Tag? Mhm. Am Tag, ja. Mhm. Die Show. Also das aber da die mal. haben auch 30, 40 ja. Männer am Tag. Ich ja. kenne Mädchen, die haben 20.000 Wochen Gage. Die wird auch gebucht, ja. Mhm. Also. Ja, das klingt natürlich verlockend, Michaela, ne? Äh, ja, ich verdiene mit dem dies, aber auch, auch aber schön. Also ja? ich muss nicht wechseln, weil ich diese Gagen, also sehr gute Gagen auch habe. Ja, <laughs> es ist auch sehr auffällig, dass die Mädchen heute, also zahlreiche Mädchen, gar keinen Zuhörer haben. Mhm. Also das heißt, die werden da eingebracht durch eine Freundin, also eine Freundin aus irgendeinem Ostblock-Stadt, fährt zeigt her, was sie verdient und äh, ein armes Mädchen, die halbwegs hübsch ist, die fährt dann mit ihr her, aber relativ rasch findet sie dann irgendeiner, der die unter seine Fittiche nimmt und mhm. natürlich auch Geld Wo passiert. Auch Meistens der Drogenlieferant. Mhm. Das wird, ja. Die wird ganz schnell okkupiert. Da gibt es dann die Drogen, dass sie nicht dick werden und so weiter. Da gibt es die Tabletten, das und da gibt's dann gibt es die Drogen, damit sie es aushalten, damit mhm. sie wissen, warum sie arbeiten. Die brauchen das wirklich, die zerbrechen sonst. Ja? Man kann nicht ein Mädel zwingen, du kommst pünktlich, du pünktlich auf, aus, 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 aus lieberem Beruf. Na, das, bitte. Und die Freier dürfen sie sich ja nicht aussuchen. Wer ein Mädchen, das in einer Bar arbeitet und nur den nimmt, der schön ist und reich ist, die, das gibt es nicht. nicht? Na, aber in der nächste N Gast, der eine kommt und sagt, die will ich, die, dann geht die. In den heutigen lokalen Laufhäusern oder fk sanern suchen die Mädeln schon den Gast aus, aber das Konkurrenzverhalten impliziert, jede wie jeden Gast. Ja? Mhm. So. Also aus Neid. Bevor ihn die andere nimmt nicht. ich ihn. Ja? Wir reden aber mit, Entschuldigung. Wir reden aber mit diesen, äh, bei diesen Summen, reden wir von der Spitze. Natürlich. Also, das ist nicht repräsentiert. es geht runter bis Null. Weil äh, ein Bordell am Land, bitte, sind ganz andere Preise. Und dann kommt eines dazu: Von Deutschland hereinkommend haben ja die, die Zuhälter einen Riesenfehler gemacht. Sie wollten ja das Geschäft ankurbeln und haben begonnen, auch in Österreich die sogenannte Flatrate äh, zu bringen. Das heißt, billig, billig, billig. Uh, und dazu noch Flaschen Sekt oder was weiß ich was. Und jetzt frage ich mich, bei wem bleibt dann was hängen? Wenn ich halt sage, halbe Stand, uh, 80 Euro, 60 Euro oder sonst was, ja bitte, und die Flaschen Sekt dazu, was, was bleibt denn da für das Mädchen? Ja bitte, was ist Dazu, Flatrate. Ich war der Einzige, der legal einen Flatrate-Betrieb in Österreich, ja. zwei Monate lang. Die Mädels waren die glücklichsten Frauen der Welt. Warum? Sie haben gewusst, sie überleben. Sie haben was zu Miete bezahlen, fürs das Kind zu bestellen, für die, für die Drogen, die sie brauchen. Sie kriegen am Tag 120 oder 200 Euro und das 30 Mal im Monat. So, das wusste sie. Und eine Frau hat kein Problem, ob sie jetzt hat 5, 8, 10, 15, 20 Männer, ist für diese Art von Frauen kei gar kein Problem. Ein Problem ist, wenn sie... Mit niemandem was hat, wenn sie keine Einnahmen hat und nur die Ausgaben warten. Das macht sie kaputt. Dann braucht sie die Drogen, weil sie das nicht aushält und so weiter. Das macht die Frauen kaputt. Sieht das der Jochen auch so? Es ist jetzt so immer dann, wenn man auf die Prostitution hingeschlagen hat. Das war meistens vor Wahlen und so. Hat Rotlicht und mhm. schaut, rammt ein bisschen die Straßen und so. Dann sind diese Mädchen oft in die Illegalität gegangen die sind immer mehr zur Kontrolle gegangen, haben Wohnungsprostitution betrieben, was heute relativ stark in asiatischen Kreisen mhm. vorkommt. Und ja. wie, ge wie gesagt, es ist so, dass äh, diese Frauen dann in die Illegalität getrieben werden, weil man sagt, Straßenprostitution, wir müssen die Mädchen retten. Das fängt ja. einmal an mit Verbote. Die Polizei muss einschreiten, muss das Mädchen nehmen. Äh, irgendwo wird die dann zugeführt an eine Interessensgemeinschaft äh, und, und in Wirklichkeit, musste wieder auf die Straßen. Die hat ja mehr oder weniger viele haben nichts anderes gelernt. Die haben, die kennen nichts anderes. Überhaupt junge Asiatinnen, die da einagschleppt, die werden aber wirklich geschleppt. Also die werden einagschleist und werden da dann zur Wohnungsprostitution gezwungen. Und da muss ich der Polizei ein Kompliment machen. Das haben sie relativ auch meines Wissens noch immer gut im Griff. Aber es geht von der Straße weg und du siehst das nicht mehr. Wie war das früher? Früher war es ja so. Die Zuhälter waren bekannt, die großen. Ich rede jetzt von den Größen. Zum Beispiel? Auch sogar der Namen oder was? Ja. Na gut, also da war der Wässerli Bernd, das war der Besitzer des 69er-Hauses, der ist an Krebs gestorben. Mit, da ist man hingefahren und gesagt: Bernd, so geht nicht, da ist wieder was gewesen und so weiter. Und, und der Bernd hat es von sich nicht. aus eingestellt. Ja. Okay. Trotzdem war er aber kriminell. Mit denen konnte man Hangstrecken Mit denen hat, ja. hat geredet. Man hat gesagt: Pass auf, da ist was vorgefallen am Gürtel. Und man ist hingefahren und hat gesagt: Pass auf, wenn ich da nicht innerhalb von einer Woche irgendwas weiß, was da passiert ist intern. Zum in Beispiel den... ein Mord oder so. Ein Mord ja. oder eine Schießerei oder Verletzte und so weiter. Mhm. Dann kommen wir jeden Tag und rahmen da jeden Tag die Pude aus. Und das haben wir auch gemacht. Mhm. Das ist gemacht worden. Wir sind dort hingefahren dreimal in der Woche. Der hat, nach einer Woche hätte er zusperren können. Und dann ist schon einmal ein Ecken gekommen, wo gesagt hat: der Inspektor. Wir müssen reden. Und mhm. da ist immer irgendwas gekommen, was man brauchen am Kenner. Das gibt es heute nicht mehr, weil diese Leute gar nicht reden wollen. Dann hat es diese Gürtelgrößen gegeben. Aber wie gesagt, das waren Gürtelgrößen, zu denen ist man gegangen und hat gesagt, du, da unten ganz am Währinger Gürtel ist, was passiert, was, was war da. Mhm. Und, und wenn er es nicht gesagt hat, haben wir jeden Tag Gürtelstreifen mhm. gefahren. Jeden mhm. Tag angeordnet. Die ganzen alten Stritzis waren ja noch geprägt in ihrer Kindheit vom, vom, vom Krieg. Also die haben gewollt, war bei denen an der Tagesordnung, zum Beispiel der Bachheimer, weil der ist verstorben. Also wenn der Bachheimer Heinz über den Gürtel gefahren ist mit seinen Rolls-Rolls oder Der Rote Heinz oder was? Der Rote Heinz. Ja, ja. dann, dann hat auch jeder gewusst, den brauchst nicht widersprechen, weil zwei Tage später haben sie die Achsen gebrochen. Auf jeden Fall, das waren Leute, die am zusammengehalten. Mhm. Das waren aber Bereiche. Der Bachheimer hat den Bereich gehabt, also innerer Gürtel teilweise, dann andere Bereiche waren äußerer Gürtel. Und da gibt es heute eine Rotlichtgröße, die hat sich komplett zurückgezogen. Aber der hat das Rotlicht regiert. Ohne, ohne, dass man denen um Erlaubnis gefragt hat, ist kein Bar aufgemacht worden, ist kein Prostituierte wo hingestellt worden. Das war so. Aber das waren Österreicher, mit denen man reden können. Ne? Da waren früher die Zeiten Charles Anders. Ne? Also, naja, also ich möchte noch eines, dass man nicht vergessen, die FIAKer. Äh, waren ja früher quasi auch so Art naja ich mein, die wurden ja zweckentfremdet ne es, die wenigsten konnten diese schöne Tätigkeit zu Hause ausüben weil da ist ja erfahrungsgemäß die eigene Frau gesessen ja. äh, die sogenannten Stundenhotels gab es ja auch noch nicht aber es gab das berühmte Hotelhauseingang ja das war einfach der Hauseingang ja, wo sich die Damen und die Herren getroffen haben, verabredet haben und spektakulär natürlich, was also heute den Menschen die Stretch Limousine ist, um um einen Ring zu fahren, war die Porzellanfuhre. Mhm. Ja, also man weiß nicht genau, woher der Name kommt. Das eine könnte sein, <kühm> weil eben der Fahrer so vorsichtig und fahren müssen, als ob er Porzell Porzellan führen würde. Und dann haben wir gemietet, Vorhang zu und dann ist losgegangen und der hat so lange gefahren, so lange der Mann konnte. Mhm. Also beim Mann hier wahrscheinlich einmal die Ecken. Wir machen hier eine ganze Ringrunde und wir machen hier ein Brot auch noch dazu. Und äh, das war, das war die sogenannte Porzellanfrühe. der zweite Ausdruck, könnte das sein, dass die es hat, hat so Porzellanmuscheln gegeben. Ja. Und wissen, die Muscheln erinnert uns ja mhm. durchaus an etwas äh, Weibliches und daher wahrscheinlich die Name Also, das war durchaus ein Gang und Gäbe. Eben, wie gesagt, die Leute, irgendwo haben ja hingehen müssen und Hotels in dem Sinn gab es ja noch nicht. Ich habe das immer glaube der Gürtel, den gibt es schon ewig. Den gibt es seit den 60er Jahren, wenn ich, ich richtig informiert bin, bis, auf die, bis in die 60er jahren sind sie noch am Graben gestanden. Die haben damals schon im 18. Jahrhundert die, die Graben nympfen, das war der Schnepfenstrich. Man mhm. muss sich vorstellen, der den Josef den II., der Sohn Maria Theresias, ein sicher sehr aufgeklärter Herrscher, und selber auch äh, durchaus äh, ins Puff gegangen. Allerdings links am Spittelberg, also in die ganz tiefe Abteilung, würde man heute sagen, wo er rausgeflogen ist, weil er bei den hat kenne, er war ja sparsam. Und, äh, dem hat also man vorgeschlagen, man möge doch äh, in Wien die Bordelle wieder erlauben. Er hat gesagt: Naja, wenn ich in Wien ein Bordelle erlauben brauche ich nur äh, doch über die ganze Stadt drüber spannen. <laughs> ja, ja, Weil die Innenstadt, ja. das ist vom, ja vom. Vom Michaela Platz, ja. Kohlmarkt runter, ja. Graben, Kärntnerstraßen rauf, das war der Schnepfenstrich. Äh, vielleicht noch ein Satz halt zu Josefine Mutzenbacher. Viele glauben ja, diese Person gab es wirklich. Ist aber ein, eine Romanfigur. Das haben wir schon wieder beim Michaela Platz. Da stand ja das berühmte Café Greensteigl, äh, das es jetzt schon wieder nicht mehr, das zweite ja. Mal schon nicht mehr gibt. Und äh, dieser berühmte Felix Salten gesessen, ja. ein Kinderbuchautor, der hat ein sehr berühmtes Kinderbuch Bambi, geschrieben, ne? Bambi. 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 <laughs> Offensichtlich, sage ich immer, dürfte der Umsatz ja. für Bambi zu schlecht gewesen sein, hat er sich gedacht: Naja, mehr Kinder müssen her. Nicht? Dann lesen auch mehr das Buch und so hat er vermutlicherweise die fiktiven Memoiren der Josefine Mutzenbacher geschrieben. Also, die hatte 33.000 Liebhaber. Also, das kommt, glaube ich, mit einer Zahl, die du vorher gesagt hast, ziemlich genau hin, ja. pro Tag. Und äh, das sind natürlich fiktive Memoiren, äh, die so also passiert sein können in Wien. Es ist eine sehr schöne wienerische Sprache. Und äh, höchst erotisches Buch. Und er äh, ist faszinierend, weil ja gerade Wien äh, hat zwar die ersten Nacktfilme gehabt. Die ersten Fotografen, die nackt Bilder gemacht haben. Mhm. Der erste Orgasmus in einem Film war in einem Wiener Filmstudio. Das war die berühmte Hedy Lamar. Das war, das war schon eine Sensation, dieses Buch, das ja, ich, bis in den 70er Jahren in Deutschland ja überhaupt verboten war, ob so es in der direkten Sprache Aber es hat natürlich für vorore gesorgt und das hat dieses Wien der, der Jahrhundertwende perfekt getroffen. Also Wenn wir schon über die Geschichte, über die Vergangenheit reden, lieber Magister <laughs> Maximilian Edelbacher, Max Edelbacher, Jurist, ehemaliger Leiter des Wiener Sicherheitsbüros, was fasziniert uns so? Am Rotlicht. Ich mein, Na ja, jeder, das, verbotene, aber, ja. das Verbotene natürlich. Mhm. Wir haben auch Frauen, die natürlich äh, die, fas dieser Faszination mhm. erlegen. Wir haben ja auch, ich kann mich noch erinnern, zu meiner Zeit waren 1200 Damen äh, haben diese Kontrollkarte gehabt. Ich glaube, jetzt sind es mhm. über 3400 oder so. Mhm. Und damals waren auch schon acht Männer, die sie, die Prostitutions-, die Kontrollkarte äh, sich genommen haben. Hintergrund ist natürlich immer die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten. Das geht ja auch immer so in einem Auf und Ab. Und da hat man eben einerseits das Bundesgesetz zur Kontrolle, äh, dass die Frauen heute, glaube ich, zu zweimaligen Untersuchungen pro Woche, damals zur einmaligen Untersuchung veranlassen und nötigen fast. Ja. Und das Zweite war eben auch diese Einhaltung der zeitlichen und örtlichen Beschränkungen, damit eben die Polizei mit ihren Kontrollmaßnahmen sofort sieht, die ist legal tätig oder nicht? Warum ist die Prostitution weiblich? Also warum gibt es keine Modelle naja, für der, Frauen? Der Kunde ist der Mann <laughs> ne, zu 95 Prozent <laughs> und äh, dadurch das Angebot kann ihm dann eher durch die Frauen äh, erfüllt werden. Ne? Das <laughs> ist eine ganz natürliche Sache. Außerdem es kommt ja auf den Testosteronspiegel an. <laughs> Männer zwischen 14 bis 24 da ist er halt sehr hoch, das Angebot ist gering, daher mhm. dann haben wir auch diese Welle der Gastarbeiter seit den 50er, 60er ja. Jahren. Auch da, dort, wo ein Notstand sozusagen herrscht, äh, wird erst natürlich abgedeckt durch käufliche Liebe. Ne? Und gibt es, oder besser gesagt, warum gibt es keine Strizis mehr? Hat, ist das wirklich, naja, das hat sich eben auch verändert, eben, äh, wie er das schon gesagt hat, das, ist, äh, wird, das hat begonnen eigentlich der. Thomas Schotark, dann der, der Bachheimer, die haben das kaufmännisch orientiert. Mhm. Früher gab es ja auch Protopartie, Gürtelburg, viele Schießereienkämpfe, Wir haben das nur erlebt teilweise. Ne? Und äh, den die hohe Qualität des Roten Heizes war eigentlich die, dass er das kaufmännisch organisiert hat und dadurch Frieden gebracht hat. Ich kann mich erinnern, da war der Richard Steiner ja, bei uns, genau, ne, bei genau. dir. Und auch der rühmt sich ja, dass er neun Jahre jede Schießerei unterdrückt hat und das stimmt zum Teil, denn die haben das kaufmännische Prinzip in den Vordergrund mhm. gestellt, haben Wien in Rayone aufgeteilt und damit war er ruhig. Und dann ist das noch erweitert worden auf andere Arbeitsgebiete. Ich meine ist hat sich ja total verändert mhm. mit der Videokultur und mit den Wohnungsprostituierten, mit dem Zuzug, mit den Migrationsbewegungen, wo man natürlich auch die Armutsprostitution haben von den Rumänen und Bulgaren, die aus Gän Armen Dörfern kommen und mhm. wie so schön gesagt worden ist, unter Vorspiegelung falscher Ideal oder Hoffnungen mhm. sie dazu verführt hat, die Prostitution auszuüben. Also ein sehr, du hast das sehr wunderschön eingefangen mhm. durch diese vielen unterschiedlichen Feststellungen und Erfahrungen. Das gibt eh ein sehr komplettes Bild, aber natürlich, wenn es keine Nachfrage gäbe, wäre die genau. Prostitution nicht so wichtig und ich habe damals äh, 400 Prostituierte sozusagen. Wir haben die mittleren. Acht Buchstaben gehört in der Bisalla und die lustigsten Gespräche kann ich mir erinnern. Ich habe eine liebe Sekretärin gehabt, die hat aus dem zweiten Bezirk stammt, die Brigitte, und die hat ein unheimlich gutes Klima aufgebaut, schon mhm. durch die Sprache. Mhm. Ich bin in die Kanzlei gegangen, habe mir meine Arbeit geholt, meine Eiche. und die hat schon ein Klima des Vertrauens aufgebaut. Das fällt ja bei der Polizei nicht so leicht. Ne? Mhm. Wer geht schon gern zur Polizei? Wer sagt dort etwas? Jede Frage ist ja mhm. eine Belastung und überhaupt der wir haben die Verwaltungsstrafverfahren durchgeführt. Also, da ist die Ausgangslage eine sehr schlechte. Aber durch diese Kommunikationsmöglichkeit der Brigitte haben wir eigentlich irrsinnig viel erfahren. Und das ist dann noch vertieft worden, auch durch Kriminalbeamte, die bei den Streifen sehr menschlich und glaub, nett ist, umgegangen genau, genau. sind. Das ja. ist nämlich der genau. Vorteil. Denn das, was im Gesetz steht, das ist durch die Handhabung der Kibera, der mhm. Kriminalbeamten, unheimlich ja. gemildert worden. Natürlich gibt es überall da, aber die meisten waren in Ordnung, waren nett. Und da ist eine Basis der Kommunikation entstanden. Und mhm. Das war natürlich auch mhm. ganz wichtig bei diesen Kontakten zu den mhm. Damen. Nicht? Weil wer geht schon gerne, wer ist damals schon gerne ins Sicherheitsbüro gegangen? Ja, ja. Und das war fast erlösend. Eben, mhm. Willst du Bier haben oder mhm. nicht? So ein, ein Streze oder wie du einen Kaffee haben? Und da ist es dann diese durch diese Wiener Stampigkeit, ja. die auch bei der Polizei <laughs> vorgeherrscht hat, ist eigentlich ein Gesprächsklima entstanden, wo man dann das Ziel nicht erreicht hat, aber doch die ein and oder mhm. andere. Die lustige Geschichte: abschließend noch zwei Prostituierte waren so verliebt ineinander und haben die Polizei missbraucht, ja, mhm. haben uns also Geschichten über ihre Zuhälter erzählt, wir haben sie eingesperrt und die haben dann geheiratet. Ne? <laughs> das ist wirklich eine super Geschichte. Lieber Max, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, die wieder zu mir zu kommen. Meine Lieben, ja. ich bedanke mich wirklich sehr, dass ihr da wart, für die Einblicke in das Milieu und äh, auch ihnen äh, einen schönen abend noch und ich verabschiede mich jetzt mit einem heißen äh, sozusagen ausblick auf wendy nights danke fürs zuschauen papa